Herzlich willkommen zum VfR Garching TV. Endlich, die Winterpause ist vorbei. Der 23. Spieltag in der Bayernliga Süd hat begonnen. Wacker Burghausen empfing unseren VfR. Wie immer bei Auswärtsfahrten hat uns Autobus Oberbayern sicher und bequem ans Ziel gebracht. Unsere Jungs kamen entspannt, aber konzentriert in Burghausen an. Die Mannschaft begutachtete das Spielfeld und fokussierte sich auf den Anpfiff. Beide Mannschaften sind für ihre Spielstärken bekannt. Nachdem wir das Hinspiel leider verloren haben, wollten unsere Jungs diesmal es besser machen. Es war wie zu erwarten ein Spiel, was sich im Mittelfeld abspielt. Die Abwehrreihen ließen kaum etwas zu. Doch in der 11. Minute gab es einen Eckstoß für Wacker und Robert Latzel nahm dankend den Freiraum im 5-Meter-Raum an. 1:0 für Wacker Burghausen. Doch der VfR ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte sich immer mehr Chancen heraus. Leider war der Pass von Stefan auf Olic ein paar Zentimeter zu spät, abseits. Nächste Hereingabe von außen. Der Torwart von Burghausen verschätzte sich und der Ball ging leider nur an die Latte. Unsere Mannschaft kam immer mehr in seine Kombinationsspiel und Burghausen konnte sich manchmal nur mit einem Foul helfen. Die Abwehrspieler von Wacker vermuteten einen Schuss von Flo De Brato. Doch Giggs, überraschend, mit einem Querpass auf Dennis. Doch leider sprang der Ball etwas mit einem langen Ball aus der Abwehr und einer direkten Weitergabe auf Prunic gab sich die nächste Chance. Und Staniel sah die erste Halbzeit wie folgt. Also ich fand die erste Halbzeit schon richtig gut. Der eine Stellungsfehler bei der Ecke war das Problem der Halbzeit. Mhm. Aber ich fand es nach der langen Winterpause von der Grundordnung und vom Spielerischen schon sehr gut. Wie es aussah, fand das Trainerteam die richtigen Worte in der Halbzeit. Und nach schnellen Kombinationen kam Stefan ca. 18 Meter vor dem Tor zum Abschluss. Giggs sein Pass auf links außen und direkte Hereingabe in den 16-Meter-Raum nutzte Stefan zum 1:1. Doch Wacker wollte schnell wieder in Führung gehen und probierte es immer wieder mit gefährlichen Hereingaben von außen. Weiter Abschlag vom Torhüter, kleine Verwirrung in der VfR-Abwehr und der Stürmer von Burghausen ging frei auf Basti zu. Doch mit einem kleinen Foul verhinderte Daniel Schlimmeres. Dadurch ergab sich eine gute Chance für Burghausen. Freistoß aus ca. 18 Meter. Olic behauptet ganz stark den Ball und Dennis mit einem schönen Pass auf Stefan, doch seinen Abschluss hielt der Torhüter. Mit dem gewonnenen Kopfballduell von Giggs leitet er die Chance für Gerrit ein, doch der Torhüter lenkt den Ball nach außen. Doch hat er nicht mit David gerechnet, der im Sprint zum 2:1. Yeah.
Burghausen drängte auf das 2:2. Nach Flanke leitet unser Kapitän den Konter ein. Gerrit schmiss sich in den Ball und leitete ihn auf Stefan. Der schneller als seinen gegnerischen Abwehrspieler und schoss das 3:1. Coach Daniel sagte Folgendes zum Tor. Ja, also wir haben mit Stefan besprochen, dass immer diese großen Ausholbewegungen und für einen Stürmer einfach nicht geschickt sind. Und wenn man halt nur einen Fuß hat in seinem Leben, Seite und die Außenseite benutzen, damit man halt ein bisschen flexibler da ist. Und das hat er super gemacht. Also Hauptsache schnell und kurz abgeschlossen, damit der Torwart einfach auch nicht die Chance hat, auf die große Ausholbewegung vom Schützen zu reagieren und sich besser hinzustellen. Und da hat er sehr, sehr clever gemacht, so wie ein Stürmer es machen muss. Da gebe ich dir recht. Mittelstürmer, zwei Kisten, ist gut. Und somit ging der schöne Sonntag mit einem 3:1 für unseren VfR aus. Hören wir mal rein, was der Coach nach dem Spiel sagte. Ich wäre nur gerne mit der 0 in die Halbzeit gegangen, aber vielleicht haben wir es auch ein bisschen als Anreiz gebraucht, dass wir nochmal angestichelt worden sind. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, nach einer Viertelstunde, okay, die sind auch da verwundbar, auch hier zu Hause in ihrem großen Stadion. Und dann haben wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen und dann hat man schon gesehen, erste Halbzeit, okay, wir kriegen unsere Möglichkeiten, wir kriegen unsere Chancen und dann sind wir eigentlich mit einem sehr guten Gefühl in die Halbzeit gegangen und wir haben innen drin besprochen, was wir halt anders machen wollen, obwohl, wie gesagt, ich fand nicht, dass es da viel gab. Wir mussten ein bisschen aggressiver noch werden, wir mussten vom Spielerischen her den einen oder anderen Ball ein bisschen klarer spielen und uns dann vorne einfach nur ein bisschen schneller entscheiden. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit perfekt gemacht und somit kommt das Ergebnis meiner Meinung nach auch verdient zustande. Das hört sich gut an. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank. Danke. Ciao. Vielen Dank, dass Sie VfR Garching TV eingeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.